In Myanmar hat ein Gericht die entmachtete Regierungschefin Aung San Suu Kyi in zwei Anklagepunkten schuldig gesprochen und zu 4 Jahren Haft verurteilt. Dabei gehe es um die Vorwürfe der Anstiftung zum Aufruhr und der Verletzung von Corona-Maßnahmen, so mit dem Verfahren vertraute Personen. Die 76-Jährige steht seit dem Militärputsch von Anfang Februar unter Hausarrest, war nur selten und wenn kurz in der Öffentlichkeit zu sehen. Auch zuletzt waren, wie hier in Yangon, Menschen gegen den Prozess und das Militärregime auf die Straße gegangen. Ein hohes Risiko für die Teilnehmer des Flashmobs, denn das Militär geht hart gegen seine Gegner vor. Ob die Friedensnobelpreisträgerin tatsächlich ins Gefängnis muss oder im häuslichen Arrest bleiben darf, war zunächst unklar.